Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Casey Rebel und ich heiße euch herzlich willkommen hier auf Versus Rebel, meinem neuen Format auf YouTube. Freunde, wir werden in jeder Folge spezielle Gäste am Start haben und heute fangen wir an mit Diyar. Ihr kennt ihn alle, heißt ihn herzlich willkommen. Grüß dich, Diyar. Diyar ist der erste Gast heute und ich werde gegen ihn antreten. Das Ding ist nur, Diyar, in diesem Format geht es auch darum, dass derjenige, der verliert, auch ein bisschen dafür bluten muss. Was hast du dir ausgedacht für heute? Ich hätte schon Bock, dich vielleicht mit einem Elektroschocker ein bisschen zu bearbeiten, wenn du verlierst. Oder du gehst ja schon davon aus, dass ich verliere. Ja, ich gehe davon aus, Bruder. Ich habe diese Siegermentalität, okay. Die ist schon eingepflanzt, weißt du? Also wenn du verlierst, würde ich dich ein bisschen mit einem Elektroschocker bearbeiten. Aber wenn ich verliere, kannst du natürlich das Gleiche mit mir machen. Okay, gucken wir einfach, wie schlecht du bist oder wie schlecht ich bin. Die erste Challenge ist ein Warm-up, ja? Also wir fangen ganz locker an, Becher abziehen, also du ziehst einfach die Blätter ab und die Becher müssen sich stapeln. Mach, fang du an, aber denk bitte auch an deine Bestrafung so ein bisschen dabei, ja? Hast du das schon mal gemacht selber? Ich habe das noch nie gemacht. Ich glaube, man muss schnell machen so mäßig. Nee, ich glaube, du musst langsam machen schon, tatsächlich. Meinst du echt? Nee, Bruder, mach schon schnell, bist du, glaube ich, auf der sicheren Seite. Ich kann sowas nicht, Bruder, weil meine Hand zittert schon ein bisschen Nervosität. Geil. Was ist das jetzt? Direkt ein Punktabzug? Nee, kein Punkt. Den Punkt kann ich mir noch holen. Stabil. Oh, das ist gar nicht so einfach, ne? Man denkt, das ist viel einfacher. Bist du ready? Ich bin ready. Jetzt konntest du gucken, wie ich das gemacht habe. Mit Gefühl. Einfach. Nee, du hast nicht mit Gefühl. Schnell, oder? Ja, ich hab schnell gemacht. Oh. Du hast vorher geübt, das war vorher alles. Bruder, was soll ich da üben? Du machst aus dieser Sache eine Atomphysik. Krass. Ich hab schon Challenge aufgegeben, Bruder. Das ist der ist der letzte einfach, ja. Muss ich von oben anfangen, kann ich von unten anfangen? Ich glaube, du kannst machen, was du willst, ne? Der obere liegt minimal links. Mhm. Ich glaube, der geht eh so ein Ticken nach rechts, so, weißt du? Also ich wenn du von, ziehen, so wenn du von hier ziehen würdest, ist der schon fast prädestiniert dazu, dass er hier zur Seite fällt. Was sagt das Wort nochmal? Prädestiniert. Ja, du lernst. Ich habe das jetzt auch gesagt. Echt? In einem Video, ja. Das Wort gefällt. Ich habe das von dir, Bram. Echt? Ich zieh mal. Fängst du in der Mitte an? Jetzt verunsicherst du mich, Bruder, aber ich glaube, ich fange mal mit an. Ich probiere mal was Neues. Okay? Okay. Oh, das war keine gute Idee. Du hast nichts gelassen, Bruder. Bruder, das war jetzt habe ich aber das System verstanden in der letzten Runde. Aber Bruder, ich bin so richtig dieser ehrgeizige Hase, der so ohne Rücksicht auf Verluste. Fängst du von unten nee, an? Nee. Sehr gut. Jetzt muss ich von hier ziehen zum Beispiel. Sonst. Ich habe mir darüber gar keine Gedanken gemacht. Aber ja, das sieht gut aus. Nur ein Punkt? Ich hab 4-1. 4-1, ich kann noch 4-4, okay. Das ist jetzt die letzte Runde, ne? Genau. Ja, du musst jetzt. Passt? Sag du, guckst du dir an? Ja. Ich mach mal eine neue Technik. Zählt der? Nee, ne? Egal, den letzten Punkt hole ich mir wenigstens. Also das ist jetzt eigentlich Dings, nur noch so für die Ladies. Mach mal von der Mitte mal was Verrückteres. Fang mal Mitte an. Okay, guck mal, für dich. Hätte ich dich mal vorher so beeinflusst, ne? Ja, Wallah. Er hat mich einfach beeinflusst, ja. Egal, erste Minigame, das war nichts, aber vielleicht beim zweiten. Erster Punkt geht dann ein bisschen mehr Luft noch. Ich muss warm werden, ich muss erstmal hier warm werden. Das ist das zweite Minigame, auch wieder keine Atomphysik. Wir haben hier einfach Muttern. Check das mal in den Kommentaren ab. Ich weiß es tatsächlich nicht. Wir haben hier einen Nagel und wir versuchen hier, so kellnermäßig, wir halten das. Und dann versuchen wir, das zu stapeln. Und ich würde sagen, ich fange direkt an, oder? Okay, alles klar. Jetzt, wo ich den ersten schon gut platziert habe. Bleib mal direkt dran. Du hast eine ruhige Hand. Das sieht gut aus. Und guck mal. Hast du diese Technik gesehen? Du machst das sehr, sehr raffiniert. Bruder, du hast Fingerspitzengefühl, diese Kellnerfähigkeiten.
Hast du schon mal gekellnert? Ja. Echt? Habe ich wirklich. Wie lange? In unserem eigenen Laden. Ich habe alles gemacht. Ich versuche hier ein bisschen abzulenken, dass das jetzt ein bisschen... Okay, das ist hart, das ist hart. Ich bin froh, wenn ich noch einen schaffe, weil ich glaube, das ist schon so leicht der Pi. Ja, aha. 1, 2, 3, 4 und 5 sind runtergeflogen. Ich habe 5 Stück geschafft, ja? Aber das ist gar nicht so einfach, ja? 5 war gut. Oder? Ja, das ist schon mal, das würde ich nicht so machen gleich, ne? Kann ich so nachkorrigieren? Ja, ja, kannst du. Ich darf so nachkorrigieren, ne? So, jetzt fangen wir mal an. Mit dem Nagel richtig tief rein. Ja. Ich habe auch gekellnert, Bruder. Wirklich? 2 Jahre lang, ja. Bei euch? Wart ihr auch in der Gastro so davor? Mein bester Kumpel hat so eine Gastro. Ich war mir so sicher, ich war so locker, Bruder. Ich bin dreckig, ja. Ich merke gerade selber, dass ich dreckig bin im Spielen. Weil ich habe gerade die ganze Zeit schon gesehen, während er das eine nimmt, wird dieses Tablett immer so. Ja. Und ich wollte es sagen, dann habe ich mir gedacht, scheiß drauf, lass ihn mal lachen. 3 Runden machen wir, ne? 3 Runden, ja, genau. 4. 4. Du hattest 5, du hattest einen mehr. Ja. Also 5, 4. Yes. So. Das war echt gar nicht so einfach, wie man denkt. Boah, der steht schon scheiße, ja? 2, jetzt kommt der dritte. Die stehen perfekt. Das könnte Rekord werden, oder? 4, der steht auch gut. Auch wenn der scheiße stehen würde, würde ich sagen, der steht brutal, Bruder. Das wird eine gute Runde. Boah, hast du diese ruhige Hand? Find mal bitte das Gesicht nah dran, diese Konzentration. Guckt euch das mal an. Das sind, wie sind das? 6. 6. Ich habe mich gesteigert. Ja. Hättest du nicht gedacht, wäre es mehr geworden. Okay, vielleicht 7 wäre vielleicht noch gegangen, aber ich bin zufrieden. Boah, du gehst mit dem Nagel richtig tief rein, ne? Das ist wie so eine zweite Challenge, das dann wieder rauszuholen. Bruder, ich würde korrigieren, ich würde korrigieren. Ich wollte, weil du gesagt hast, du bist zu tief, wollte ich so ein bisschen weniger machen. Aber ich glaube, meine Strategie ist, da habe ich ein bisschen mehr Gefühl für. Ja, ich habe Schuldgefühl jetzt. Na egal, warte, hab ich wieder verloren schon, ne? Ja. Scheiße, der. Diesmal hat er 2 Punkte. Ich glaube, die Main Challenge ist schon so gut wie... Machen wir noch einen Durchgang? Oder? Die zweite Challenge ist so gut wie durch. Noch eine Runde, oder? Ja, einfach so. So kann ich nicht aufhören. Warum? Wie steht's denn? Ach so, 11 zu 6 Schrauben steht's. Ich kann jetzt... Wie viele Schrauben sind das denn gesamt? Du musst 5 mehr wie ich schaffen. Okay, ich kann rein theoretisch noch. Du könntest rein theoretisch, rechnerisch... Also es ist physikalisch und biologisch noch möglich, aber... Du musst jetzt früh fallen, dass dann das möglich bleibt. Jetzt mache ich mal eine ganz andere Strategie. Ich war noch nie so sorgfältig. 3, 6. Hat es schon 7 oder noch gar nicht? Okay. Guck mal, eben gerade habe ich mir voll Mühe gegeben. Du gehst jetzt aber auch nicht so tief rein, ne? Nee, ich gehe überhaupt nicht tief rein. Zwei, 4, 6, 7. Einer ist hier reingefallen. 9. 8, 9. Wie viele gesamt? Du hast 20 jetzt, ne? Gesamt. Oder? 20, ja. Ich muss mal gucken, wie viel ich rein theoretisch habe, dass auch das möglich wäre. Du müsstest alles schaffen. Tamara,
15 Stück sind hier, 6 Punkte habe ich, Casey hat 20. Ja. 15 zum Sieg, 14 hätten wir gleich viel, ne? Aha. Oder? Ja, wenn ich 14 hole, 14 Schrauben aufeinander stapel, habe ich auch 20. Und du hast ja auch 20. Ach so, mit 15 bist du besser, ja, und mit 14 sind wir gleich. Genau. Ja. Das schaffst du niemals, Bruder. Hat das überhaupt irgendwie geschafft? Wenn du das schaffst, schreib mal in die Kommentare, Weltrekord, das würde mich mal interessieren. Ja, Bruder. Niemals, nie im Leben. Wie soll das gehen? Guck mal, das ist einfach der zweite Stein. Achso, er will richtig diese Tam, diese Sorgfalt. Das soll schon kleben aneinander. Oh, ich hab so eine unruhige Hand, Bruder. Ich hasse das bei mir. Das war jetzt aber gut. Sehr gut. Bruder, zweite Minigame. Dafür haben wir noch eine Main Challenge. Und bei der Main Challenge sehe ich dich auf jeden Fall vorne. Als Fußball-Content-Creator, Fußballer, Delay Sports, alles. Muss das jetzt fruchten, ne? Wenigstens Final-Challenge. Was ist denn jetzt die Challenge? Ich krieg gleich so ein Spray, einen Ballon, da wird gleich ein Eimer stehen und müsst den Ballon da reinbringen. Das ist doch richtig einfach, oder? Geht. Ist nicht einfach? Okay. Bereit? Ja. Wieso kann, Bruder, diese Minigames, du hast die studiert. Bruder, ich bin wie Dings, ja, wallah, ich sag's dir, Stefan Raab. So diese unnötige Ehrgeiz, so. Du hast aber auch ein Fingerspitzengefühl für sowas, so für diese kleinen Challenges, stark. Ich kann nicht verlieren. Das kommt nicht in Frage. Scheiße. Scheiße, scheiße. Das ist doch nicht einfach, oder? Leiser. Ich dachte, ich hab die Richtung mal richtig. Ich habe so mitbekommen, dass das ein Teil sein soll. Ich konnte es mir nicht ganz vorstellen, aber das habe ich mir am einfachsten vorgestellt. Ja. Auch, das sah lange gut aus. Ich mach das einmal noch. Vorbei, ne? Das ist doch richtig einfach, oder? Wo warst du heute? So ein bisschen Ballon jonglieren. Mit Wasser. Ja. Ich hätte mitgehen sollen, ja. Ja, jetzt muss ich auch langsam. Schaffst du. Niemals schaffst du das. Nie im Leben. Boah, Bruder, das ist ja sehr schwer, ja? Das ist doch richtig einfach, oder? Guck mal, wir sind so schlecht. Ja. Die sagen uns, wenn ihr so schlecht seid, macht einfach mit Kopf. Dann legt einfach rein mit Hand. Ich sag, mit Kopf kriegen wir nicht. Ich sehe uns kommen, Bruder, genau so sind wir. Das ist doch richtig einfach, oder? Ich hoffe, dass wir das wenigstens hinkriegen. Alles andere wäre jetzt langsam. Ja, das schafft er. Der war so geil, weil du hast noch so. Du hast noch so gemacht, aber du kannst den nicht mehr beeinflussen. Unser Konzept vom Format, dass man die Challenge zeigt, was für Spaß die man ist. Das ist doch richtig einfach, oder? Jetzt aber. Hopp. Deiner, komm, hol ihn dir. Ich muss wieder höher erstmal gewinnen. Ich weiß, ich kann nicht mehr, es macht mich. 2000 Jahre später. Wie eklig der reinfällt. Guck mal bitte so richtig langsam mein Herz noch so. Wir haben jetzt eine Main Challenge noch und die darf ich nicht abgeben. Woran denkst du gerade, Diat? So ein kurzes Zwischenfazit? Ich will die letzte Challenge gewinnen auf jeden Fall. Okay. Wenigstens stechen zu kommen. Diese Minigames, du hast dieses Gefühl dafür mehr, viel mehr als ich. Weil ich denke schon an die Bestrafung. Ich weiß, ich gewinne. Okay, go. Let's go. Freunde, wir sind hier immer noch bei Versus Rebel mit Diat.
Wir haben schon ein paar Minigames gemacht, waren gemütlich was essen, haben einen nice Smalltalk geführt, aber jetzt geht's ab zur Main Challenge und wir werden heute Fußball-Dart spielen. Und ja, Dias, zu gewinnen gibt es Autoschlüssel? Nein, Spaß, das ist kein Autoschlüssel, sondern das ist die Bestrafung heute. Der Verlierer, der muss sich auf jeden Fall ein bisschen dieses Ding hier geben. Wie steht's? 6-0. Es steht 6-0. Punkten kann man hier 4 Punkte. Wenn wir hier Bullseye treffen, und wir reden nicht vom schwarzen Punkt, sondern vom roten Punkt, wenn wir den Bullseye treffen, bekommen wir einen extra Punkt. Das heißt, dir, ich glaube, für dich macht es nur Sinn, wenn du komplett auf Bullseye gehst. Ja. Und ich versuche natürlich trotzdem mein Bestmögliches. Und mal gucken, wer am Ende dieses Ding kassiert. Bist du bereit? Ready. Fang ich an oder du? Wie du willst. Ich will jetzt einfach hier an. Ich fange an. Das ist eine 12. Das ist eine 19. 31. Jetzt noch ein Bullseye. Und eine 16. 35, 47. Ich muss Bullseye, ne? Alles andere ist Quatsch. Wir machen Magie. Das ist eine 4. Oh! Was ist das denn? Eine 2, ne? Oder ich glaube, es ist eine 15, oder? 15 ist das. Achso, okay. Ja, doch, stimmt. Okay, alles klar. Boah, ich komme gar nicht mehr ans Bullseye ran eigentlich, ne? Ja, nächste Runde. Ich versuch trotzdem. Doch. Boah, warte mal. Boah. Den zählen wir. Den zählen wir. Ja, den zählen wir. Den müssen wir zählen. Gehst du auf Bull? Muss ich. Ja. Ich wusste nicht, dass du erste Runde schon so machst. 6. War ich sauer. Ja, Bruder. Sind 11, wenn ich das richtig sehe. Jetzt muss ich ein bisschen manipulieren. Ich wollte eigentlich, ich habe mich schon auf der sicheren Seite gefühlt, aber. Okay, Scheiße. Wir haben 4. Was ist das untere? Ist das eine Triple 6? 18, 22. 27. Ach, hat der mehr wie ich schon? Sechs. Ah, doppelt 7, ne? 14, 30, 36. Ich Idiot. 18. Was ist das? Gucken wir gleich. Ich muss mit Außenriss versuchen, aber es ist eigentlich gar nicht möglich, ne, am Bullseye ranzukommen. Bullseye schaffst du, glaube ich, nicht mehr. Ich probiere trotzdem mit Außenriss einfach. Boah. Der hat ihn jetzt noch mal reingeschoben. Jetzt ist der Dings. Auf Single Bull, ne? Ja. Ja, ja. 25. 38. 18. 48, 56. Der holt die Runde, ja. Nein, Lo, lass doch diese. Aber wenn du jetzt diese Bullseye triffst, ist für mich tot. Ah! Der Schmerz. Ah! 57, 67, 74, 76. Momentan. Oh. Scheiße. 25. Der ist mir voll verrutscht, Alter. Scheiße. 33. Boah, der war gefährlich. Ich muss auf Triple 20 mal gehen, ne? Das war nichts. Ist das eine 15 oder eine 2? 31, wie viel? 44. 14. Bitte nicht filmen, ja? Triple bitte. 13. So, 16.
30. Och, der ist drauf. Ja, ja. Das sind 39, 30. 49, 55, 65, 69. Oh, dir, du bist sehr gefährlicher. Weil dein, ein Bullseye ändert alles. Ich, bei mir, ich habe nur Bullseye im Kopf, Bruder. Alles andere ist bei mir jetzt gerade. Ich muss einen Bullseye schaffen, ja? Oh, der war knapp. So, 9, unten 16, 25, 35, 37. Ich habe so keinen Bock auf diesen Elektroschocker. Ich hatte, diese Angst schießt bei mir mit die ganze Zeit. Der war für Punkte. Jetzt komm bitte. Ah, nein. Das ist eine Triple 13. Das ist sogar für mich eigentlich schlecht, wenn ich so viele Punkte jetzt mache. Weißt du, wenn du überlegst. Weil du schneller fertig bist? Weil ich kein Dings, Bullseye eigentlich. Aber du kannst ja am Ende nur noch auf Bullseye gehen. Ich würde sagen, das ist eine Triple 13, eine 18 und eine. Das müsst ihr wieder entscheiden, ja? Ich kann hier nicht mitreden. Ist das eine Doppel? 73. Boah, Bruder. Ich muss mit Auge machen, Bruder. Oh, der Triple 1. Fick dich mit der Triple 1, Alter. Bruder, was Bruder. Was eine Scheißrunde. Aber Bullseye hätte zu der Runde gepasst jetzt, weißt du? Ja. So eine 17. Ich brauch Bullseye. Oh, bitte. Bruder, du hast mich geknallt. Lieber den? Er gibt Tipps von Seite Carvalho, er sagt die ganze Zeit Chip nur. Triple 4. Tschüss, wo schieße ich da hin, ja? 12, 16. So. Doppel 13, 26. 26, hier unten 29. 29. 12, glaube ich. 31, 41. 41. Er hat 109, ne? Oh, Bruder. Oh mein Gott, Alter. Mein Gott, Digga, bisschen höher. So, was haben wir hier? 16, glaube ich. Das ist eine 8. Aha. Das ist eine 8. Die ist, glaube ich, auf. Ist die auf Bullseye? Schon, ne? Ja. 25, 33. 4. Und die? 4. 37. 37. Bruder, ja, ich mach jetzt gnadenlos, ne, Diyar, ich sag dir das. Guck mal, Diyar, du bist mein Bruder, aber. Du kannst beenden, ne? 167, warte. Triple 20, Triple ja, 20. Das noch. Ich beende jetzt anders. Ich mache jetzt erstmal den, guck mal. Erstmal den. Danach ein bisschen höher. Den. Oh! Weißt du, was ich meine? Weißt du, was ich meine? Der ging mitten in mein Herz. Bruder, guck mal. Der ist... K.O. Guck mal, der jetzt. Die Mitte. So, die Challenge, also die Main Challenge jetzt, die hat der Diyar gewonnen, aber laut Punkten, er stand 6-0. 4 Punkte hat er jetzt quasi gewonnen. Also 6-4, einmal Bullseye, 6-5, aber ich habe auch einmal Bullseye, 7-5. Und damit würde ich sagen, versus Rebel, heute war es leider nichts. Alle waren Sieger, auch wenn einer nur gewinnen kann. Und jetzt, meine Freunde, geht's ans Eingemachte. Wir haben sogar eine geile Idee. Richtig geil. Die Idee ist richtig geil. Die Idee kommt auch gar nicht von mir tatsächlich, sondern von deinem Manager. Der auch richtig geile Ideen immer wieder hat. Der die Idee hatte mit, lass uns vielleicht Augen verbinden und man weiß nicht wann, wie, wo. Aber wir müssen uns auf eine Anzahl einigen, so wie oft. Und ich würde sagen... Wie oft willst du? Hä? Wie oft willst du? Also dadurch, dass wir 7-5 gespielt haben, würde ich mindestens zweimal machen. Machen wir drei, ist okay. Dreimal? Dreimal. Okay, das ist sehr stabil.
und an der Stelle auch sehr männlich. Er bleibt nicht bei zwei, er nimmt den dritten auch noch mit. Alle guten Dinge sind drei. Mach die schnell am Oberschenkel und direkt an der Rippe, direkt, weißt du? Hintereinander. Weißt du, was du machst? Das soll ich wirklich machen? Diese eklige, ja. Ich will mir schon Zeit lassen. Weil ich will wirklich, dass er das Gefühl hat, wann, das will ich einmal erreichen. Ich will, dass die Paranoia vor dem größer ist als der Dings, der Schocker. Bruder, ich mach nur ein bisschen Filme, ne? Nicht, für Format, ja, nicht, dass du denkst. Nein, Bruder, das riecht. Gleich nach der Bestrafung gehen wir in den Stream, setzen uns auf gemütlich hin. Da haben wir auch noch eine Kleinigkeit. Dann war's das, denke ich. Nein. Du machst hinter Rücken, so Rücken, Beine. Ich mach nur Dings, Bruder. Ich mach an, unter deinen Fuß Hornhaut. Bist du ready, Bro? Nein, Bruder. Ich schwöre nein. Nicht Herz, Bruder. Du. Da war noch nichts, da war noch nichts. Oh. Wer hat dieses Dings, dieses Geräusch einbauen lassen? Oh. Einen hab ich noch, ne? Einen hab ich noch. Wie, aber wie schlimm ist das? Bruder, das darf ich einmal bei dir machen? Ja, kannst du machen. Ja, ja. Mach dann, jetzt. Damit warte, wo soll ich drauf drücken? Hier oben. Ulan, haben wir noch rüber, Mann. Was? Okay. Einen haben wir noch. Ich hab gar nicht auf. Geil, Walla, geile Sau. Die hat, er hat durchgezogen. Ich hätte nicht gedacht, dass das so krass ist, wirklich. Das letzte Mal habe ich, glaube ich, vor 15 Jahren oder so ein bisschen damit an mir selber rumgespielt, aber ist schon heftig. Dankeschön für die geile Challenge an der Stelle.